Freunde, da sind wir wieder. Ich kann wieder laufen, ich habe das mal geregelt, ich habe auch zwischendurch geschlafen, habe auch schon alles verkauft und jetzt sind wir hier wieder im Palast von Sheogorath. Ihr erweist mir Ehre, euer Gnaden. Die Heiligen sind euch ergeben, euer Gnaden. Ich habe so ein bisschen, nur ein kleines bisschen vorausgespielt und jetzt wieder auf zu Sheogorath und mal gucken, wie das jetzt so läuft. Was haben wir hier jetzt alles? Jetzt haben wir noch das Herz von Syl. Jetzt haben wir hier noch Torwächterwaffe Nachbildung. Ah, okay, ich verstehe. Hier haben wir noch einen Sockel übrig. Da haben wir noch einen Sockel übrig. Das ist dieses das Geläute des Urquells. Okay, hier haben wir Ritter der Ordnung. Das ist der Helm. Achso, die hatten wir alle schon. Okay. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Hey. Zeit! Zeit ist ein künstliches Konstrukt, ein willkürliches System, das sich auf die Vorstellung stützt, Ereignisse würden stets linear erfolgen. Stets vorwärts, nie rückwärts. Stimmt denn das Konzept der Zeit? Ist Zeit relevant? Es ist nicht von Belang. Ich fürchte, unsere Zeit ist so oder so abgelaufen. Wie ich befürchtet hatte, ist mein Plan gescheitert. Der graue Marsch ist da und ich muss gehen. Ich dachte, uns bliebe mehr Zeit. Ich dachte, wir hätten eine Chance. Mein Plan ist gescheitert und wir waren so kurz davor. Aber wir haben nicht versagt. Optimismus? Wie reizend. Ich liebe es. Sogar noch am Ende bringt ihr mich zum Lachen. Das war gelogen. Ich fand das überhaupt nicht komisch. Egal. Bald werdet ihr und alle anderen tot sein. Und aus mir wird ein wahnsinniger Gott. Herrscher über ein totes Reich. Schon wieder. Was passiert jetzt? Es ist so geschehen, wie es immer geschieht und immer geschehen wird. Ich löse mich auf, schwinde dahin, das Reich stirbt und damit auch ihr. Flieht, Sterblicher, solange ihr noch könnt. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, werde ich euch nicht mehr kennen und euch ebenso niedermetzeln wie alle anderen. Was kann ich tun? Ich hatte vorgehabt, euch meinen Stab, das Symbol meines Amtes, zu geben. Aber das Leben ist daraus entwichen, so wie es aus mir entweicht. Jetzt ist er ein Stück totes Holz, ein nutzloser Zweig. Mit dem Stab gab es Hoffnung. Aber jetzt ist alle Hoffnung dahin. Ich bin dahin. Das Reich. Das Reich ist tot. Sheogorath ist tot. Alle sollen vor Jygalak erzittern! Ist immer ein Vergnügen. Ist schon klar. Es war ihm ein Vergnügen. Jetzt muss ich mit Haskell reden. Er ist weg, aber noch besteht Hoffnung. Wir haben hier eine seltene Gelegenheit, aber ich zögere, das zu tun, was getan werden muss. Wenn der Thron des Wahnsinns unbesetzt ist, wenn Jygalak den Palast stürmt, wird er siegen. Aber es gäbe eine Möglichkeit, den Thron nicht unbesetzt zu lassen. Warum interessiert euch das? Ich bin jetzt dem Reich verpflichtet. Indem ich euch diene, diene ich Fürst Sheogorath. Die einzige Möglichkeit, das Reich vor dem grauen Marsch zu beschützen, besteht darin, euch auf den Thron des Wahnsinns zu setzen. Aber da saß ich schon drauf. Aber ich bin kein Dedra-Fürst. Stimmt, aber vielleicht könnt ihr den Thron halten, vorausgesetzt ihr besitzt das Symbol des Amtes, nämlich Sheogoraths Stab. Was muss ich machen? Als Sheogorath dahinschwand, geschah dasselbe mit dem Stab. Der Stab muss jetzt wiederhergestellt werden. Der Stab ist das Symbol der Macht in diesem Reich. Wer im rechtmäßigen Besitz des Stabes ist, darf den Thron der Shivering Isles besetzen. Doch die Geheimnisse seiner Konstruktion sind verloren gegangen. Verloren? Er sagte doch, es gebe Hoffnung. Was verloren geht, kann wiedergefunden werden.
Es gibt ein Wesen auf den Shivering Isles, das euch eventuell bei der Erschaffung eines neuen Stabes helfen kann. Die Ruine im Messerspitzschlund war einst eine große Bibliothek. Dort werdet ihr eine Tür finden. Hinter dieser Tür findet ihr die Antwort, die ihr sucht. Obwohl, ich zögere, euch auf diesen Weg zu schicken. Die Geheimnisse der Vergangenheit werden Jygalak gewiss förderlich sein, aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Habt Acht vor dem, was ihr dort findet. Die Bibliothek ist ein Ding der Ordnung und sie wird noch immer deren Zwecken dienen. Nehmt diesen Kristall. Er enthält die Kraft, die versiegelte Tür zu öffnen. Drinnen findet ihr dann die Überreste der Bibliothek. Messerspitzschlund? Der Messerspitzschlund ist nahe dem Kern der Shivering Isles. Folgt der untergehenden Sonne zur Grenze von Mania. Besteigt den Felsen dort. Auf dem Gipfel werdet ihr den Messerspitzschlund finden. Mhm. Und der Stab von Sheogorath? Obwohl nicht die Quelle der Macht der dädrischen Fürsten, versorgt jedes dädrische Artefakt den entsprechenden Fürsten mit einem Teil seiner Macht. Fürst Sheogorath hat euch dazu auserwählt, auf seinem Thron zu sitzen. Mit dem Stab könnte euch das vielleicht gelingen. Es war sehr erhellend, wie immer. Nur Sheogorath kann auf seinem Thron sitzen. Na gut. Dann wollen wir doch mal. Willkommen im Haus von Narnia. Von Narnia. So. Wo müssen wir denn lang? Da müssen wir hin. Messerspitzschlund. Kann ich jetzt so Splitzreisen, wa? Ach so, das ist hier der Ort. Ah, ich verstehe. Das ist der Ort, wo ich die Leute hier alle getötet habe. Ich Schlingel. Gibt es da hinten nicht die Palastanlagen? Oder ist das die Bibliothek? Ich bin nicht sicher. Aber. Ich finde das, um ehrlich zu sein, ein bisschen nervig mit dem Schwert und Schild, dass das halt so unsichtbar ist. Beziehungsweise, dass ich irgendwie unsichtbar bin. Nur weil ich irgendwie so ein bisschen eine Chamäleon. Und warum? Hängst du in der Luft? Eine Chamäleon-Fähigkeit habe zu 10%. Könnte groß werden. Ach, du bist ja der Klepper. Okay. Knochenmark. Mark, Knochenmark.
antike Tür. Wer bist du denn? Euer Gnaden, ich habe auf euch gewartet. Die Ereignisse dieses Tages, wie die aller Tage davor und danach, sind mir bekannt. Für Dyos und Myteria gibt es keine Überraschungen. Sheogorath ist gefallen. Und ihr sucht nach Mitteln, die Machenschaften des Prinzen der Ordnung zu vereiteln. Ihr sucht den Thron des Wahnsinns. Jedoch darf kein Sterblicher ohne den Stab den Thron besteigen. Deswegen seid ihr hier in meinem Gefängnis. Ihr wollt den ersetzen, der mich hier eingeschlossen hat. Wenn ihr den Platz von Sheogorath einnehmen wollt, dann fragt mich, was ihr wollt. Wer bist du? Ihr habt ein Buch erwartet. Ein altes Buch, das alle Geheimnisse enthält, die ihr sucht. Doch stattdessen habt ihr mich gefunden, das letzte Überbleibsel. Individualität ist eine Illusion. Die Einzelheiten meiner Existenz haben nicht mehr Bedeutung als die Geschichte eines Steins. Aber wenn ihr darauf besteht, ich war einst Bibliothekar der großen Bibliothek von Jigalak. Erzähl mir mehr von der Bibliothek. Die große Bibliothek stellte den Höhepunkt der Logik und des folgerichtigen Denkens dar. Sie enthielt die logischen Vorhersagen aller jemals von einem Wesen ausgeführten Handlungen, seien es Sterbliche oder Daedra. Jede Geburt, jeder Tod, der Aufstieg Tiber Septims, das Numidium, alles. Alles vorhergesagt mit Hilfe der Formeln, die sich in Jygalaks Bibliothek fanden. Als Sheogorath die Bibliothek entdeckte, ließ er sie niederbrennen, da sie ihm ein Greuel war und er beharrlich behauptete, die persönliche Wahl widersetze sich logischer Vorhersage. Nur ich bin von dem Wissen übrig, das einst in der großen Bibliothek Jygalaks enthalten war. Wie habt ihr überlebt? Nach jedem Zyklus des Grauen Marsches hat Sheogorath jede Form der Ordnung auf den Shivering Isles vertrieben oder ausgelöscht. Ich allein habe überlebt. Sheogorath kann sich nicht überwinden, das Wissen zu zerstören, das ich besitze. Stattdessen hat er mich an diesem Ort eingesperrt und mir verboten zu sterben. Ich habe kein anderes Wesen gesehen, bis das Schicksal, wie vorherzusehen war, euch zu mir gesandt hat. Ich habe genug gehört. Wie ihr wünscht. Messerspitzschlund. Der Messerspitzschlund ist mein Gefängnis. Einst beherbergte er die große Bibliothek und damit das gesammelte Wissen dieser Welt. Doch erspart mir euer Mitleid. Meine Gefangenschaft ist ebenso wenig von Bedeutung wie meine Unsterblichkeit. Zeit und Raum existieren nicht. Es sind Konstrukte geistesschwacher Sterblicher, die versuchen, die Welt um sich zu kategorisieren und zu begreifen. Wärt ihr einer der wenigen Glücklichen, so würdet ihr das eines Tages verstehen und akzeptieren. Aber das seid ihr nicht. Daher werdet ihr es nicht können. Und was mit dem Stab? Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen. Aber die göttliche Essenz muss anderswo gefunden werden. Aber die Apotheose ist keine einfache Angelegenheit. Und die Herstellung des Stabs ist keine einfache Aufgabe. Ich benötige zwei heilige Gegenstände, um sie zu vollbringen. Erzählt mir etwas über den ersten Gegenstand. Die Shivering Isles bergen viele Geheimnisse, aber nur wenige wurden noch nie von sterblichen Augen gesehen. Der Stab ist ein Werkzeug von großer Vision und verlangt daher das Auge von jemandem, der eines dieser verborgenen Geheimnisse selbst gesehen hat. Ziirta bewohnt die heulenden Hallen von Mania. Sucht sie auf und bringt mir das Auge, das gesehen hat, was kein anderes je erblickte. Und das zweite Gegenstand? Die Bäume und Zweige dieses Reiches nähren sich von einer tiefen Quelle des Wahnsinns und des Mysteriums. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milcha. Milcha ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt, der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. Dann muss ich also beide Teile suchen? Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet.
Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. Okay, dann wollen wir mal. Ich könnte ihn theoretisch beklauen. Die Frage ist... Hat nix. Hat immer noch nix. Hat immer noch nix. Oh, ich habe meine Schleichenfähigkeit verbessert. Geht das? Ihr dreckiger kleiner Dieb. Ihr wagt es, mich anzufassen? Entgegen euren Zielen seid ihr immer noch hier bei mir. Wenn ihr den Stab wiederherstellen wollt, müsst ihr mir das Auge und den Zweig herbeischaffen. Okay. Und jetzt? Schade. Na egal, ich habe irgendwie gerade ein bisschen... mich gerade ein bisschen verbessert. Jetzt muss ich wieder gehen. Das Wahnsinnserz. Na egal. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Quests weiter. Und schweifen nicht groß ab. So, mal gucken. Hier ist Mecha und hier ist die Heulende Heilen. Die habe ich natürlich noch nicht auf. Oh Gott. Das wird ja ein Lauf. Okay, dann erst zu Mecha. Mich habe ich gefunden. Du bist kein Gegner mehr für mich. Auf geht's nach Mecha. War ich hier nicht schon mal drin? Ja, ne? Ich war hier schon mal drin. Ich muss mich irgendwie selbst besiegen gerade. Schwert dem Drachen. Mein Blut dem Kaiserreich. Noch etwas näher. Die Ausbildung von Tausenden steckt in mir. Was laber ich für Scheiße? Möge Talos mich segnen. Ich finde das voll schwer zu kämpfen, ohne dass ich meine Schilder sehe. Schattenspalter. Freunde, wir kriegen hier aber auch Schattenspalter, Morgenzahn. Was ist ein Zweihänderschwert? Das ist nicht so geil. Warum ist das für mich denn ein Zweihänderschwert? Also. Schattenbaum. Schreiender Ast bekommen, alles klar.
Roter Seetang, das ist wichtig. So, was haben wir jetzt hier um die Ecke noch? Ah, okay. Ne. Teleportationsplattform. Ich verstehe. Achso, ja, wir sind ja auch irgendwo runtergefallen. Gut, das war das. Das ging schnell. Dann müssen wir jetzt wohl mal nach Tegeln und von Tegeln aus dann Richtung Süden wandern. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bleibt gespannt. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss.